Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Euro Truck Simulator 2 Cruising the Balkans Event Video. Es ist das letzte Video, was ich fahren muss, oder die letzte Tour, die ich fahren muss, um das Event abzuschließen, auch vom Road to the Black Sea DLC, womit ich dann ja das komplette Event quasi abgeschlossen habe. In der Hoffnung, dass wir jetzt noch was von Veliko Tarnovo noch haben. In Craiova waren wir schon, ne? Ich meine ja, Road to the Black Sea. Ja, stimmt, das war ja die eine von den zwei Städten, die ich vergessen habe, einzutragen. Ich hoffe mal, dass wir... Ich befürchte zwar nicht, aber man darf ja wohl noch hoffen. Nice, okay. Oha. 635 Kilometer. Vielleicht haben wir noch eine andere Fahrt. Nochmal Pleven. Bukarest, Pleven. Von Pleven nach Veliko Tarnovo. Ja, also wir haben nur eine einzige Fahrt, das sind 665 Kilometer. Und wir fahren von Karlovo nach Târgu Mureș in von Bulgarien wieder hoch nach Rumänien, wieder von Russe nach... ich hab's vergessen. Nicht Bukarest, sondern der andere. Kartoffeln 23 Tonnen für knapp 21.000. Richtig auf geht's, dann wollen wir mal. Wann haben wir es denn überhaupt bis... Okay, wir haben erstmal 108 Kilometer Fahrt. Wir müssten auf alle Fälle unterwegs nochmal pennen. Denn da... Ja gut, schaffen wir nicht. Das schaffen wir, hätten wir sowieso schon nicht geschafft. Aber jetzt erst recht nicht. Aber interessant, dass das Sonne so wieder halt so gut stehen, dass wir nicht von Veliko Tarnovo was bekommen, eine Fahrt, sondern von... Hä? Sondern von Karlova. Karlovo? Karlovo. Oh, Karlovo. War das Karlovo? Karlovo, ja. Da war ja schon fast wieder klar. Ich fahre jetzt einfach nur 40. Wir müssen eher abbiegen, wir kommen eher auf die 40 runter. Biege nach rechts ab. Mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit. Ja. Demnächst rechts abbiegen. Dann sind wir nochmal schon hier in Veliko Tarnovo. Das sind Teile von Veliko Tarnovo. Das Video gerade eben vom gestrigen Video, wo wir hergefahren sind, ist gerade rausgekommen. Da habe ich einfach mal Spaß, deshalb mal ein bisschen nachgeschaut. Bei meinen Geschäften, die haben ja schon irgendwie so einen gewissen Namen so. Ne? Also was weiß ich. Statt der Liebe, was weiß ich, statt der Rosen und statt der Düfte, was weiß ich. Deswegen habe ich da mal ein bisschen nachgeschaut und das ist ja schon eine sehr interessante Historie. Man war ja auch mal Hauptstadt im Zweiten Bulgarischen Reich. Und ein wichtiges Knotenzentrum von der Nord-Süd-Route in Bulgarien. Ist sie jetzt mittlerweile. Da habe ich auch schon fast wieder eine Idee bekommen für ein Projekt, was ich irgendwann mal mache, wenn der Rechner es auch zulässt, dass es gut aussieht. Und mal gut aussieht, meine ich in dem Fall jetzt flüssig.
Wie ist denn die Fahrt überhaupt da oben? Okay. Ruse und dann wahrscheinlich über Brasov oder Braschow. Ja, über Braschow nach Targomuresh. Ich habe gerne geguckt. Ich wollte mal gucken. Autobahn, 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 nix Autobahn, nix Autobahn. Der Rest, am Ende wird es nochmal spannend. Das Beste zum Schluss. Immerhin eine Fahrt im Tag. Schön auch wieder mit dem Sonnenaufgang ist. Es sieht einfach nur geil aus. Wäre natürlich noch geiler, wenn es für euch auch noch geiler aussieht und nicht ganz so ruckeln würde, aber im neuen Jahr dann. Und wieder Richtung Sofia. Diesmal nicht tricksen lassen von der Abbiegespur. Demnächst rechts abbiegen. Glaube ich. Never meint. Biege nach rechts ab. Und dann können wir erst wieder das Gaspedal durchtreten. Immerhin, wir schaffen dann auch in dem DAF die 10K während des Events. Ach. Auch wenn ich im Laufe der die letzten. Wir fahren ja nochmal 4 Fahrten danach. Bis dann in abwechselnder Reihenfolge dann Videos vom Christmas Winterland Event kommen. Genau, das heißt, wir fahren aber 4 Fahrten mit dem Renault. Weil es halt. Oh, wobei, Moment. Wait a second. Es gab jetzt ein Update. Ein kleines Update. Ich glaube, 144 Kilobyte. Update gab es. Vielleicht ist es ja jetzt auch möglich. Aber ich bezweifle es. Yep. Eine gute Wahl zu dauten. Weiß auch gar nicht, ich habe gar nicht darauf geachtet, mal wieder, wo wir überhaupt die Ladung abholen. Geschweige denn wohin. Okay, wir fahren nach KFOR, okay. Und wo wir abholen, das werden wir jetzt ja gleich sehen. Wenn man alles schnell machen will, weil. Ja. Weil man es schnell machen will. Aber immerhin gab es einen Auftrag. Rechts abbiegen. Wir waren zum Glück im Bereich von Karlovo, wo wir dann einen Auftrag herbekommen haben. Biege nach rechts ab. Ach, da waren wir schon mal. Ich erinnere mich. Wir fahren aber Kartoffeln und keine Containerbäume. Wir haben doch, glaube ich, auch gar keine Container bei mir hergeholt, oder? Demnächst Wahrscheinlich mal, rechts was haben wir abbiegen. hergeholt? Abgeholt, besser gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Biege nach rechts ab.
Waren das Äpfel? Sind wir Äpfel gefahren? Nee. Äpfel sind wir nicht gefahren. Ich habe keine Ahnung. Das ist schon wieder zu lange her. Oder waren das auch Kartoffeln? Ich weiß es nicht mehr. Da ist noch gar nicht so lange her. Zumindest ist es nicht allzu lange her, als das Video rausgekommen ist. Aufgenommen hat dann schon ein bisschen länger. Echt nicht mehr. Sehr gut, dann lassen wir uns mal beladen mit 23 Tonnen Kartoffeln. Fertig zum Losfahren. Und dann geht's jetzt auf 666 Kilometer nach Targu Mureș. Hier geht's nicht raus. Das ist die falsche Taste gewesen. Bevor wir weg haben. Und dann wollen wir jetzt rausfahren. Ja, wir brauchen 10 Stunden 51 Minuten. Und wir sind mit 10 Stunden 54 gestartet. Das hätten wir, wie gesagt, einfach nicht hinbekommen. Das heißt, wir fahren wahrscheinlich die Terpentin. Die Serpentin nach Targu Mureș hoch und vielleicht müssen wir sogar mitten auf dem Weg sogar schon uns aufs Ohr hauen. Ich meine, 2 Stunden plus sind wir. Hoppla. Bisschen too much. Aber der Weg ist genau der Weg. Ja, gut. Es gab ja auch keinen anderen Weg. Sind wir mal ehrlich. Wahrscheinlich muss ich dann hier schlafen. Ja. Weil bis nach da oben schaffe ich es nicht und bis dahin auch nicht. Das könnten hier so etwa 2 Stunden sein. Oder wir müssen. Wir haben ja schon noch. Oh Gott, wir haben ja so viele Serpentinen. Holy shit. Okay, ich glaube, es wird eine längere Folge. Wir müssen jede einzelne Pferdestärke ausnutzen. Rausprügeln. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Sorry. Danke vorlassen. Ein Ticken zu spät angefangen zu bremsen. Ich wollte irgendwas gerade noch sagen, hab's wieder vergessen. Glaube ich. Nee, doch nicht. Also ich fahre ja, also wie gesagt, ne, also weiterer Fahrplan für das Event, was ja eigentlich gar keine Relevanz mehr hat, eigentlich danach, aber einfach wegen des Trailers, Trailer Paintjobs und des Truck Paintjobs würde ich es dann halt doch gerne machen. Fahren halt nochmal 4 Touren quer durch Europa, allerdings immer entweder von oder nach dem Balkan, ja, in den Balkan natürlich. Dann halt, je nachdem welcher Auftrag so vom Preis-Leistungs-Verhältnis der beste ist oder der bessere. Noch mal witzig werden. Vielleicht schaffen wir es ja gar nicht in den Westbalkan.
Werden wir sehen, werden wir sehen. Demnächst rechts abbiegen. Rechts? Ah ja, okay. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Aber natürlich doch. Biege nach links ab. Und dann geht's jetzt nochmal Richtung Velikotanovo. Und nochmal über die Giorgio war das natürlich. Gegenüber die gegenüberliegende Seite von Gruße. Dann fahren wir über die Giorgio-Russe Freitagsbrücke. Ein weiteres Mal rüber. Kämpfen nach oben, nach vorne, wie auch immer, alles. Ich glaube, es wird echt ein Ding, als wäre die letzte Serpentinenabschnitt. Dass wir den über. Dass wir davor schlafen, also quasi nach dem ersten Serpentinen geht's dann in die Haya. Mal abhoffen. Es ist halt echt irgendwie weird, weil von dem teilweise zumindest von den Straßenverhältnissen könnte man hier ja doch schon deutlich schneller als gut kann man auch von den anderen Bereichen, aber schneller fahren als die 70. So, was die Strecke betrifft. Aber gut, Velikotanovo haben wir auch gleich sowieso nochmal die 50er Begrenzung. Auf 60. Wir links halten, ne? Bitte links halten. Ja. Und dann nochmal am schönen Velikotanovo vorbei. Also das war ich so, ich habe jetzt auch nur Wikipedia kurz angeschaut natürlich. Weiß ich nicht, so 5 bis 10 Minuten vielleicht, wahrscheinlich eher so 10 Minuten. Aber das sah schon alles sehr nice aus. Ich meine, es sieht ja auch irgendwie nice aus, ne? Also irgendwoher wird die Inspiration ja auch kommen. Der teilweise Nachbau mit Inspiration aus dem realen Umfeld. Von daher. Ist schon. Ja, das sind, wie gesagt, die Bilder, die ich bei Wikipedia gesehen habe, sind schon sehenswert.
Alter, wieder weiter und weiter, vor allem wieder hoch auf. Da bin ich ab, sehr gut, wieder hoch auf 70. Mal schauen, ob wir noch ein bisschen aufgehalten werden von Zügen oder ob die Züge einfach hauptsächlich neben uns herfahren. Ich meine, wir haben ja schon viel zu ziehen und wir haben noch 449 PS. Wie viel hat der denn da vorne zu ziehen und wie wenig PS hat er? Wahrscheinlich noch weniger als wir. Das sind ja, glaube ich, auch eigentlich eher Standard-LKWs, oder? Oder ist mittlerweile ist auch so, dass auch getunte Fahrzeuge bei Miller-mäßig wohl bemerkt unterwegs sind. Und weiter nach Russe. Das heißt ja, wenn ich Level 2 werden wollen würden, können wir immer noch schneller fahren. Etwas, was wir jetzt gerade fahren. Also könnten. Wir können ja nicht. Aber gut, wir sind ja auch schon Russe. Also dann bei der ersten Serpentine dann auch die 10.000 knacken. Wahrscheinlich sogar noch davor. Ja, ich bremse ja schon ab. Da noch mal eine Fahrbahnverengung geben oder so, ne? Oder dauert noch, glaube ich. Steuerung immer wieder auf 70. Wir kommen mehr aus den Pötten als der. Ich weiß gar nicht, was das jetzt gerade war. Hoch auf 70. Aber eigentlich nur auf 70. Wir fahren wieder hier über die erhöhte Brücke. Der hält ja ganz gut mit, der Renault. Weiterhin noch mit 70. Aber das dürfte gleich wieder weniger werden. In Kürze. Gut. Jetzt erst recht, weil wir sowieso schon bei der Grenze sind. Ich muss auch langsam tanken. 20% haben wir noch im Tank drin. In Rumänien sollten wir dann im Idealfall vor den Serpentinen tanken. Sprich. Sprich, da wo wir scheinbar sowieso rüberfahren.
erstmal so frühzeitig runtergegangen auf 50. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Nimm diese und Ausfahrt. Dann, ja, natürlich auf nach Rumänien. Wir halten uns natürlich rechts. Ich bin überrascht, dass bei den Grenzkontrollen oder wenn man, keine Ahnung, über die Waage, auch hier in ETS 2 über die Waage fährt, dass da durch eine Waage durchfährt, dass man da, aber vor allem bei der Grenzkontrolle, dass man da nicht irgendwie halb auf den Sack bekommt, weil man halt so einen beschädigten LKW hat. ATS wäre man schon dauerhaft angeschrien worden. Endlich können wir mal mit 40 hier rüberfahren und nicht mit 28. Also vorausgesetzt, wir sind oben angekommen. Immer wieder schön, auch wenn irgendwie die KI-Mauer ziemlich exorbitant hoch aussieht. Es wirkt ja wie, keine Ahnung, 7 Meter. Wir kommen sogar mit fast glatt 9800 in Rumänien an. Hat ja auch was. Also noch sind wir nicht so richtig über die Grenze drüber. Aber auch nur knapp, also ich glaube, wir sind dann irgendwie sind ja, glaube ich, dann relativ. Ja, 3 Kilometer drunter. Aber hey. Nah dran. Das heißt, wir haben sogar noch 10 km, knacken wir locker. Locker flockig. 472 Kilometer noch. Tago Murasch. Zu lange nicht mal gesagt, schon wieder vergessen. Naja, ist ja gut. Bestanden, ich weiß. Auf erstmal Richtung Bukarest. So, jetzt offiziell in Rumänien und wir sind 1 Kilometer short. Nein, war aber schon vorher offiziell in Rumänien, aber biege nach links ab. Mit dem Hinweisschild, wie schon wieder diese Stelle, wie schnell man fahren darf. Nur, dass ich diesmal nicht 2 Fahrzeuge gerammt habe. So,
wir sind in Giorgio. Erstmal eine schöne Baustelle. Zufallsmäßig. So, das dicke Platz rechts. So nah war ich noch nicht, die auf der Pelle. Demnächst rechts abbiegen. Aber sicher doch. Biege nach rechts ab. Ich hab gar kein Schild. Okay. Na mal. Keine der berüchtigten Aufhahn. Irgendwie ein Stoppschild erwartet, deswegen. Bis mal wieder eingefallen ist, wo wir gerade sind. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Und dann über altbekannten Straßen. Wieder gen Norden. Das wäre schon echt häufig gewesen. Ebenso wie im Umkreis von Bukarest. Wir eine Vollbremsung. Rechts halten. Geht's wieder runter? Ja, wieder am Bukarest. Ist mal nördlich vorbei. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Schade, dass man nicht geradeaus weiterfahren kann. Geradeaus nach Bukarest rein. Biege nach ins Zentrum. Ab. Das sieht man ja fast gar nichts. Gar nichts. Ja, mein gerade. Ich dachte gerade, ich habe irgendwie geträumt und wir sind gar nicht in. Ist ja dagegen. Ich bin verwirrt. Er war sonst nicht da. Spontan aufgebaut und schon jemand gegengefahren. Ist ja belastend. Ja, schon an der Bahnstrecke vorbei. Müssen wir echt mal für einen kurzen Abschnitt mal ein bisschen mehr Gas geben. Wobei wirklich nochmal, wir dürfen ja gleich hoch auf 90. Wenn es dann. Ja. Weiter gen Norden geht. Ich habe keine Ahnung mehr, ob da irgendwie noch was war, was ich schon kannte. Also ich sogar gegen Nordwesten, gar nicht gegen Norden, sondern Nordwesten. Das wäre im Norden gewesen. Aber scheinbar nicht. Biege nach links ab.
Dann wollen wir mal hoffen, dass wir raufkommen, ne? Wahrscheinlich schwierig werden, weil wir kaum in eine Pötte kommen. Aber okay. Jetzt hat's geklappt. Ist es schon ausgeschildert? Nee, noch nicht. Aber dann wird wahrscheinlich, ja gut, nicht. Ich glaube Richtung Reshitas wird es gehen. Dass wir dann wirklich gen Norden fahren. Also, glaube ich. Regitta war ja zumindest nordwestlich. Wenn ich es noch richtig auf dem Schirm habe. Wir haben nur noch 15% Tank. Ah, das wird schon reichen. Das wird schon reichen bis zu was auch immer das da war. Vor den Serpentinen. Neunzig Kilometer bis zu 10.000. Es ist weiterhin noch nicht ausgestellt, aber es wird auch weiterhin eine längere Zeit noch so bleiben. Haben wir noch einen weiten Weg. Das erste, was ausgestellt sein wird, ist das, was wir dann, wenn wir die Autobahn verlassen und dann über Landstraßen fahren. Vor den Serpentinen, der wird es dann wahrscheinlich. Ah ne, Braschow ist schon ausgeschildert. Ich habe nichts gesagt. Oh, und Pitechti ist ja sogar schon hier. Oh, nevermind, das war ja Pitechti und nicht Reshitha. Wenn ich das jetzt auch noch richtig habe. Ach, die weiten Landschaften. Der schön mit dem See. Wenn man zwei Tasten auf einmal drückt. Das ist ein Fluss. Ja, ein Fluss. Never mind. Nix mit See. Oh, wir fahren sogar auf neuen Wegen. Und da haben wir auch die Tanke, die ich angesprochen habe. Das heißt, es geht jetzt schon auf Highways. Na gut. Warschau ist ja auch schon ausgestellt gewesen, von daher. Dann tanken wir eben kurz hier und dann sind wir gewappnet für die Serpentinen. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. 70. Doubt it. Eher sogar ein 30-Ding und nicht ein 40er-Ding. Bei 40 vielleicht schon. Ich bin ja spät in die Eisen gegangen. Weil es nichts mit 70 war. Kreisverkehr und dann nicht hier. Ich bin. Ah, okay, da geht's ja noch lang. Rechts abbiegen. Nicht wirklich Kreisverkehr, aber schon irgendwie Kreisverkehr. Länger gezogen als Kreisverkehr. Biege nach rechts ab. Ja, wir biegen mal nach links ab. Demnächst links abbiegen. Das machen wir sogar tatsächlich. Indem wir einmal eben foltern. Biege nach links ab. Für 1,56 Euro pro Liter. Insgesamt 1029 Liter und 1605 Euro. Dann fahren wir nochmal so lange weiter, bis wir müde werden. Ich könnte sogar hier entlang. Rechts halten und dann
Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Und dann geht's hier raus. Serpentinen, wir kommen. Keine Probleme. Jetzt haben wir erstmal die erste Serpentine später im Laufe der Fahrt, im Laufe dieses Abschnitts. Das ist sehr üblich, wird wahrscheinlich. Vor Braschow. Nimm diese Ausfahrt. Ist schon ausgeschildert, das andere? Nee, Braschow ausgeschildert, 126 Kilometer. So, dann kämpfen wir uns mal erstmal durchs Tal durch. Bis wir dann die Berge erklimmen. Vorne fängt es, glaube ich, auch schon so langsam an, zumindest. Ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Werden wir hier erstmal schön Tempo aufbauen, weil es bergab geht. Ja, und da haben wir auch gleich die Serpentinen. Boah, schön. Ist das schön. Nur die Baustelle. Allein hierfür bin ich schon froh, dass der Auftrag da gewesen ist. Ansonsten hätte ich dieses, allein schon die Auffahrt quasi nicht mitbekommen. Boah, das ist nice. 80 hoch. Aber kommen die Serpentinen noch? Schön mit dem Blick ins Tal. Wow. In der Außenperspektive ja schon das Gefühl, dass man gleich umkippt. Wie in EL, ne? Der Transporter schön am Dringeln. Dann fahren wir hier einfach raus. Das muss ich jetzt einfach machen. Und schauen uns das Ding hier an. Piatra Croyulu-Gebirge. Also, dass ich das verkackt habe, das habe ich selbst gehört, wenn man auch spricht. Uiuiuiuiui. Ist aber auch fotogen. Wollen wir weiter und übrigens die 10.000 geknackt. Habe ich genau kurz davon, aber ich aufgehört rauszugucken. Ist ja super.
Richtiger Profi hier. Speaking about Profi. Wobei, es war ja unlucky. Mausohr. Wir hoffen, dass wir bis dahin. Eieiei. Man würde auch einen Gang bekommen. Weil wir brauchen ja eh nicht. Deswegen ist gerade eh nicht mehr viel schneller von als 40. Wow. Das ist schön hier. Ich muss aber dann noch mal ganz kurz pausieren und dann wieder weiterfahren. Das heißt, ich fällt gerade auf, also wahrscheinlich sogar zweimal bergab gehen wieder, ne? Dann werden wir erstmal in Barshow, Brasov? War es da, glaube ich. Ja, und dann bei Brasov dann schlafen müssen. Aber das war ja sowieso schon geplant eigentlich. Ja, wie die Fahrt in den Himmel rein. Was macht der? Wildpinkeln? Oder macht er Fotos? Das sah ja wie Wildpinkeln aus. Haben wir die ersten Serpentinenabschnitt erklommen? Bewältigt, wir erklimmen weiter noch den Berg, aber können jetzt ein bisschen schneller fahren. Ich weiß, ich werde müde, ich kann ja nur nicht mitten am Rand schlafen. Also, ich könnte es prinzipiell schon, aber nicht spielmechanisch. Da vorne haben wir aber einen Schlafplatz, dann können wir dort schlafen. Gewitter? Oder bin ich aber wieder von der Farbe abgekommen? Nee, Gewitter! Nice, das erste Mal Gewitter. Und der perfekte Ort dafür. Denn wir sind beim Schloss Bra. Es gibt doch keinen besseren Ort zum ruhig schlafen als hier. Oh wow, ich wollte gerade sagen, in dem Sinne gute Nacht. Und auf Enter drücken, aber nein. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts.
Oha. Ich gehe wieder durch die Nacht. Oh, so nice beleuchtet. Das ist schon nice. Fällt mir. Oh. Ist da gerade hinten, hinter der Kuppe quasi hier ein Platz eingeschlagen. Demnächst rechts abbiegen. Nichts rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Es ist halt schon echt fett mit dem neuen Gewitter, mit den ganzen Sounds und so. Es ist schon echt sehr, sehr nice gemacht worden. Wir dürfen sogar ein bisschen schneller fahren als nur 45. Wir verlassen Bra und damit auch Schloss Bran. Auf zur nächsten Serpentine. Ui. Es ist halt schon echt wild, wie hell es einfach dann ist mit dem Blitz. Und der Donnersound ist halt einfach schon sehr, sehr authentisch. Es ist ein super nice Erlebnis mittlerweile hier bei Gewitter zu fahren. Links halten und dann links abbiegen. Jetzt auf meine Brasho. Biege nach links ab. Also, boah, die Blitze zu sehen ist halt auch. Wenn man die Blitze dann auch sieht, dann ist das auch schon ein nicer Moment. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Kann ich mal überholen? Glaube ich, denke ich, ja, doch, wir haben noch einen guten Abschnitt, wo wir ein bisschen schneller fahren können. Da haben mich meine Augen doch gar nicht getäuscht, dass ich dann quasi links von Schloss Bran Blitz geschossen. Sogar zwei. Nice. Da auch wieder einer. Da würde mich interessieren, ob es auch unterschiedliche Gewitter gibt mit unterschiedlicher Blitzaktivität. Also, natürlich hier in den 1.49 Versionen. Falls das jemand weiß, sagt es gerne, sagt gerne Bescheid. Aber das ist quasi so dass es Gewitter geben kann mit niedriger Blitzintensität, aber auch Gewitter mit hoher Blitzintensität. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Das ist quasi variiert. Wie in Realität natürlich auch. Da kann es natürlich Gewitter geben, wo halt viele Blitze sind und wenige. Biege nach links ab. Verlassen wir jetzt gleich Brasov und ab nach Targu. Ich hab's wieder vergessen, zu lange nicht mehr gesagt. Nach Targu Muresh.
Selbstverständlich. Schon Gewitter bei Nacht hat dann doch wieder was ganz anderes, ne? Und hoch auf 80. Wir sind natürlich den Berg hinauf hoch beschleunigen und am Ende des Beschleunigens dann geht es auch zur letzten Serpentin, also vielleicht geht es dann ja bergab, wer weiß. Schön weiter mit den Blitzen. Ui. Und wieder runter auf 50. Wir sind in Saschitz. Ich hoffe mal, dass es auch die echte Stadtname ist, aber wird ja wahrscheinlich so sein. Ist ja bei anderen auch so gut gewesen. Was haben wir denn hier so Schönes? Ich habe mal ein bisschen Licht gemacht. Einmal die befestigte Kirche von Cage. Wahrscheinlich auch wieder falsch ausgesprochen, aber Verbesserung gerne in die Kommentare. Also wollte ich mir doch ganz das Ganze nicht nehmen lassen, mal anschauen. Wir haben ja schon durchfahren. Wer weiß, wann ich jemals hier wieder herkomme. Auf diesem Profil. Vielleicht war es mit dem Gewitter und mit dem letzten Jahr sogar irgendwie im Info-Video mit drin, also in dem Teaser-Trailer. Aber ja, wie gesagt, wenn ihr es wisst, gerne damit in den Kommentaren. Ui. Da fahren wir jetzt also hoch, okay. Vielleicht so mit 60 erstmal und dann später im Verlauf mit 50, maybe. Oh, 50 glaube ich, passt. Weiter hier hinauf. Ach, ist das schön. Also ich glaube, es wäre noch schneller, wenn man was sehen würde, aber jetzt können wir auf 60 gehen und wieder den Weg uns hinaufkämpfen. So schön langgezogene Kurve, also das war doch fast eher nur einmal Serpentin, wenn wir mal ehrlich sind. Stoff geben, damit wir den Verkehr nicht mehr allzu aufhalten. Die Möglichkeit haben wir ja jetzt.
Oh Gott, rutschig. Scheiße. Hey, mehr Prozente. Oh Mann. Belastend. Vielleicht jetzt nicht mit 80 diese Kurve nehmen, einfach mal mit 70. Vorher schon mal runtergehen. Bevor wir beim eigenständigen Bremsen wegrutschen wieder. Ich habe bei sie gerade eben auch hart gelenkt. Also ich habe nicht nur gebremst, sondern auch hart gelenkt. Ich werde durch kein Örtchen durch. Die Sonne geht langsam auf. Aber was ist kein Örtchen? Wir sind, glaube ich. Vielleicht doch ein kleines Dörfchen vor Targu. I'm sorry. Targu Muresh. Ich krieg's nochmal irgendwann hin. So auf 80. Ich gebe einfach auf 90. Targu Muresh. Erster Aufmann, Targu Muresh. Wir kommen ja eh nicht auf die. Was soll ich sagen? Wieder entfalten. Diese Ausfahrt. Also wir droppen auf alle Fälle nochmal unter die. Wir droppen aber einfach nochmal unter die 300.000. Das steht schon mal fest. Also das würde sowieso feststehen, aber ich meine wegen des Reparierens und so. Droppen wir unter die 300.000. Aber mit den nächsten Fahrten. Ups, mit den nächsten Fahrten kann das Geld ja wieder reingefahren werden. Biege nach rechts ab. Und weiter geht's. Musst du mal den Weg nehmen. Mit der Ostperspektive. Und links abbiegen, also schon bei K vor. Ich spreche hier, guck aus bei Targu Muresh eine Werkstatt. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es eine Werkstatt gibt. Ansonsten beobachten wir uns einfach nach einer Schnellreise zum nächstgelegenen Werkstatt. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Noch ein Schnellzug. Das war eine schöne Fahrt. Und direkt am Gebäude entladen wir dann die. Was haben wir noch gefahren? Die Kartoffeln natürlich.
ausgezeichnet, ja, mehr oder weniger, Kartoffeln von Karlovo nach Târgu Mureș geliefert, gefahren in Strecke 775 Kilometer, Dauer 1 Stunde 13, Verbraucher Kraftstoff 323 Liter, das war der 173. erledigte ETS-2 Höhe-Deutschwachs-Auftrag. 21.000 gab es dafür und knapp 1.000 Erfahrungspunkte. Dann haben wir auch damit offiziell das persönliche Ziel vom Cruising in the Balkans Road to the Black Sea Abschnitt des Balkans-Events abgeschlossen und fahren dann, wenn wir eine Werkstatt in Târgu Mureș haben, haben wir, okay, da brauchen wir keinen Navi, da brauchen wir keine 200.000 Punkte. Die erst recht nicht. Dann fahren wir eben hin, reparieren den Truck und dann und den Trailer natürlich. Und geben mal die mindestens 38.000 aus. Und dann geht's rein in den Renault und dann kriegen Truck und Trailer den neuen Paintjob, den wir jetzt bei beiden freigeschaltet haben. Also gut, den wir für den Trailer freigeschaltet haben. Neben der Polizei Gas zu geben, ist keine gute Idee, habe ich gehört. Das Reparieren wird auch schon wieder schmerzhaft werden. Ja, bitte Wartung von alle reparieren. Okay, man kann nur eins und das andere machen. 24.000. Okay, wir belassen das aber bei. Wir machen einfach nur das alles reparieren. Und dann switchen wir mal in den Renault. So, haben wir es. Na, gut. Zur Erwartung wollte ich es nicht. So, dann haben wir Ecke-Konfigurator und nehmen Nature's Embrace. Nehmen das so, wie es so ist. Für 26.000 machen dasselbe mit dem Auflieger. Auch für 26.000. Das ist aber auch eine andere Farbe als der Auflieger, oder? Als der Truck. Das ist jetzt belastend. Einfach kommen wir jetzt nicht nochmal rein gerade. Menschen hat schon die richtige Farbe, ne? Was haben wir denn hier für eine Farbe? Wir haben ah,
Oh gut, was ist das für eine Farbe? Ist das die Farbe? Machen wir es mal so. LKW-Konfigurator. Okay. Weird. Never mind, dann ist es halt so. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir fahren noch 4 weitere Fahrten. Bevor ich es vergesse, stelle ich so ein. Wir waren schon bei Preis pro Streckeneinheit. Sehr schön. Das heißt, wir werden jetzt einfach irgendwas nehmen, was so das Höchste ist, was Beste ist und so und fahren dann einfach 4 Fahrten nochmal hier rumher. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn wir mit diesem Prachtexemplar durch die Gegend fahren. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!